Willkommen zurück zu God of War. Wir sind hier am Fuße des Berges, wo wir hin wollen. Und müssen nach ganz oben wieder. Yay. Schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen. Und auf dem Weg dahin würde ich gerne ein Gesicht da nochmal hin. Oder auch nicht. Daran war bestimmt auch Odin schuld. Mit Sicherheit. Bitte was? Junge, stell dich nicht so an. Beziehungsweise. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung. Weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Ja. Geht das mal nicht so einfach, Junge. Die ganze Sache mit den Göttern ist immer komplizierter, als es dir anscheinend ist. So. Erstmal gucken wir jetzt hier nach dem Schatz. Den es hier theoretisch geben soll, eventuell. Ausgesetzt, ich finde ihn. So eine Sache, ne, mit dem Finden. Aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, der eine Schatz, den wir, wofür wir eine Schatzkarte haben, ist halt dieser. Unter dem Wasser im Auge des Gesichts des Ausstein. Oh. Wäre in etwa hier. Aber Frage ist ja auch, wo genau? Meistens sehe ich hier nur Dunkelheit. Weiß ja nicht, liegt das jetzt hier drin, wenn er sagt, unterhalb des Auges, meint er so luftlinienmäßig unten drunter? Ist es das, was er quasi anblickt? Ah, hier. Ein Eiskatalysator. Ein Splitter eines Hellgletschers. Mit ihm kann der Talisman der unendlichen Stimme verbessert werden. Und Auge des Zorns. Alles mal eine unendliche Stimme, den haben wir ja noch gar nicht, ne? Weißt du gar nicht, ob wir den holen werden? Eigentlich habe ich da so einen anderen Talisman im Blick. Wo sollen wir denn jetzt genau lang? Sollen wir wirklich hier da durch? Wieder? So wie früher? Passt so aus, ne? Oh, hi. Thor tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie ihr besorgt habe. Ja! Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du
tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Ui, 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 ui. Hab ich schon gesagt, oje, 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 oje? Oje, 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 oje. Oh, guck mal. Junge, mach mal. Von mir aus. Jetzt ist er, weißt du, jetzt kommt halt der störrische Teenager so raus. Jo. Okay. Warte, 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 warte. Ja, da passt dran. Ich bin da an was dran. Von überall. Wir haben was? Nee. Okay. Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Komm mal hier. Ah. Hier sind wir. Lang, lang jetzt hier. Okay. Aber wie komme ich denn jetzt an einen Stein für die Tafel da hinten? Oder muss ich das gar nicht mehr? Oder auch. Warte, 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 warte. Ich weiß doch noch. Wir hätten noch den Stein hier vorne reingesetzt, ne? Komm mal mit, Stein. Wir müssen mal spazieren gehen. Damit wir eine Tafel lesen können. Für die Erfahrungspunkte und so. Apropos Erfahrungspunkte, wir können noch was verbessern. Oder haben wir das schon gelesen? Oh, okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir halt einfach. Aber verbessern können wir trotzdem. Und zwar... diese Dinger hier. Die ganzen Runen, das ist schon. Hier geht auch noch. Beginnt noch was. So, hier müssen wir erstmal wieder sammeln. Okay. Damit wir unsere Erfahrungspunkte auch für irgendwas vernünftig hier ausruhen können. Hep. Und runter da. Warte. Was habe ich gesagt mit Warte? Warum wartest du nicht? Was hat dein Vater dich gelehrt? Du sollst auf ihn hören. Langsam wird's öde. Oh je. War nichts Schlimmes. Oh
Riesa-Raum. Aber wie kommen wir rauf? Einen neuen Weg zum Gipfel finden. So. Hey. Das ist nicht die... Hat er die Keile einfach beschworen oder was? Weil ich kann die Schwanche jetzt gar nicht beschworen, wenn ich will. Irgendwo habe ich irgendeine Kette gemacht. Oder so, ich weiß auch nicht. Oder es war die Axt, was die Geräusche gemacht hat. Oh, er schießt auch nicht, wenn ich ihm sage, er soll schießen. Er macht jetzt wirklich, was er will. Okay. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass du das halt machst manchmal. Wenn ich das zum Beispiel vergesse. Aber wäre halt schön, wenn er trotzdem das tut, was ich von ihm will. Training vergessen. Oh, meinst du mich? Ich dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Ja, deswegen ja. Von mir aus. Wie so ein bockiges kleines Kind, ne? Teenager halt. Stimmt. Oh, die Tassen. Okay. Oh, da vorne können wir jetzt durch. Bestimmt halt ein alternativer Weg nach oben. Aber ich mache erstmal das hier. Oh nein, hier soll ich durch. Ah, okay. Hauptquest sagt, ich soll hier durch. Dann gehe ich erstmal da vorne hin. Ich gedacht, das hier ist sonst das, wo ich durch soll. Hey. Wenn wir dann jetzt hier so eine Valkyrie begegnen, dann ist jetzt ganz toll, dass der Junge gar nicht auf mich hört. Oh, du bist doch schon da gewesen. Oh. Alter. So. Noch irgendwo? Da. Was haben wir denn hinter diesem tollen Tor? Noch eine verborgene Kammer. Führt die auch zu einer Walküre? Ja. Dann müssen wir das jetzt leider unten aktivieren. Zwecks Teleportpunkt für später, um da wieder hin zu teleportieren oder so. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im aktuellen Zustand uns mit der Valkyrie anlegen sollten. Wir können es natürlich mal probieren. Aber ich habe da so meine Bedenken, ne? Null Ort gefunden, ja. So sieht's doch aus. Mit den anderen Valkyrienhalle haben wir, glaube ich, da auch da noch ein paar Ruhen einfach stehen lassen, oder? Die wir so einfach so öffnen können. Eine Valkyrie. Wir sollten etwas wegen ihnen unternehmen. Nicht unsere Sorge, Kopf. Reiß dich zusammen. Was? Wolltest du das nicht sagen? Vielleicht. Okay, wir probieren es mal. Die Arena hier sieht ganz anders aus. Oh, Alter. Nee. Oh,
Was? Aber wenigstens hört er darauf. Alter, diese Explosion macht so viel Schaden. Wieso denn das? Was ist da los? Wie soll ich denn dem ausweichen? Na gut, dann machen wir diese Valkyrie jetzt erstmal nicht. Aber vielleicht später. Wird dann auch lustig mit denen. Oh ja, 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 ja. So. Zurück nach oben. Haben wir noch was an Erfahrungspunkten? Nicht wirklich, okay. Bitte warten. Es geht steil bergauf, bitte warten. Wir gucken extra grimmig. Weil Junge hört nicht. Nicht wahr, Junge? Alter. Krank, wunder, hä? Wo ist denn jetzt der Ausgang? Wenn man plötzlich so Secret-mäßig dann einen anderen Ausgang noch findet, der keine Ahnung wo ist. Brauche ich das? Nö, natürlich nicht. Wäre auch nicht im Valkyrenkampf. So, ich würde einmal ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt weitergehen, kurz Lage checken. Um zu schauen, ob es hier nicht doch noch irgendwo irgendwas gibt. Was ich so bisher nur noch nicht gesehen habe. Nur so ganz grob. Du weißt, dass wir hier nicht raufkommen. Ja. Dann haben wir hier wohl damals schon relativ gründlich, glaube ich, abgesucht. Und nur halt das Ding hier nicht gemacht. Oder wir konnten das nicht. Weiß es nicht. Ob wir damals schon die Blitzpfeile hatten. Leider zu lange her. Also für mich ein paar Tage. Zwei. Aber für euch halt. Ein paar Tage mehr. Ich dachte schon, Junge ist nicht mitgekommen. Er ist Atreus. Nein, er ist jetzt wirklich Junge. Junge, stellst du dich so an? Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, wer dich getötet hat, Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Nur einen. Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Zu viele. Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimi, och, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Pubertät. Schlimm. Halt auch früher Pubertät oder so. Wie sind wir schon da? Reich? Oh. Junge! Er hört auch nicht mehr. Warum denn auch? Was ist da los? Lass mal den Mister. Ah, jetzt schießt er, wenn ich das will. Aber besser später als nie, ne? Hallo, die werden her. Aua, so hallo brauche ich das auch nicht, ne? Unnötig hatte ich es nicht.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. So, da haben wir einen Wind. Machen wir nicht zum Wind hier. Da haben wir so einen, der im Weg steht. Dann kann ich den Wind aber hinbringen. So, haben wir da rein. Ich weiß noch nicht. Aber besser haben als brauchen. So, Junge, schieß mal auf die Dinger. Junge, da. Wie, das hat ihn nicht wirklich geschadet hier. Sollen den? Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, gut, erzählt mal. Jetzt nicht, vielleicht später. Ja, also ich könnte da durch. Ja, erzählt mir jetzt auch gar nichts, was da irgendwie ist. Das ist in Ordnung. Okay. Was auch immer es ist, es scheint irgendwie immer nachzuwachsen, in Anführungszeichen, sodass man es immer und immer wieder benutzen kann. Ich weiß nicht, wofür. Hier, Junge, geh. Wenigstens das macht er noch, weißt du? So ganz bockig. Weil diese Ölpfannen. Junge, was steht da? Sag doch nichts dazu, dass ich ihm die Befehle erteile. Umgekehrt. Was steht da? Da steht: Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine kosten? Ach so, ein roter Ogre. Okay. Besser klar mit manch anderen Gegnern, wo wir vorher Probleme hatten, ne? Aufgrund der Feuerklingen. Okay, wie kriege ich jetzt hier wo die Winde hoch? Das hier kann man weg, das geht mir nur. Ist nicht auf Junge gefallen, das ist schon gut. Das hin. Ich sehe dafür nämlich nichts. Wir müssen das bestimmt hier noch irgendwo zwischenstationieren.
Die Frage ist, wo? Weil, ne? Damit hochlaufen ist nicht. Kann sie knicken. Kann man das vielleicht noch weiter hoch bewegen? Was ist da drin? In so einem Ding, was man bewegen kann hier? Eigentlich sieht das ja nur so aus für den Fahrstuhl. Kann ich auch nicht rumtragen oder so? Oder? Mach mal die Dinger wieder zurück. Nur um zu testen, ob ich das Ding anheben kann irgendwo. Okay. Und wie kannst du es abstellen? Ach so. Könnte ich von hier aus das Ding erwischen? Ja, das sieht gut aus. Aber ich kann das halt nicht tragen, wenn da Winde drin sind. Ist okay. Auf zur Tür. Da sind wir gar nicht mehr im Türstempel. Ja. Nicht witzig. Und wir finden Hyperion-Schlag. Schwerer Runenangriff. Gewaltiger Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Das wäre dann auf Stufe 3 halt natürlich, es macht mehr Schaden und es sieht halt auch echt heftig aus. Ach, ich weiß auch nicht. Aber können wir halt mit dem aktuellen halt so ein, zwei Mittel dreimal zuschlagen. Mal abwarten. So, jetzt können wir auf jeden Fall, glaube ich, erstmal weiter, weil diese Steine hier haben ja anscheinend nicht so wirklich viel zu bedeuten. Und wenn doch, dann weiß ich nicht was. Junge, komm, wir müssen kriechen. Ruhig und reden gar nicht mehr miteinander. Bisschen bedrückend. Komm, hier lang. Angriff! Warte! Na, ganz toll. Wie kann ich damit nicht die... Vielleicht noch ein Frostdingens. Dann vielleicht Feuer drauf. Nee, geht nicht. Okay. Dann nicht. Okay, das ist nicht effektiv. Alter, ist gut. Alter, ich habe einen Stein, keine Angst, ihn zu benutzen. Bitteschön. Immer schön feste reinhauen da. Irgendwelche Steine hier gefallen? Nein? Oh, Alter.
Halte durch, Bruder! Ich würde sagen, dir ist gefallen. Zurück nach hier! Rustziegel des Fokus. Erhöhte Resistenz gegen Frostangriffe. Wäre jetzt praktisch gewesen. Junge! Hier, fang! Da können wir irgendwas rausziehen? Für Gedöns. Damit wir da hochkommen. Ich will natürlich gucken, wo es hier sonst noch so vielleicht hingeht. Ja, immer neugierig und so. Vielleicht sind das hier auch schon alte Gänge, wo wir schon vor Ewigkeit mal drin waren. Oder nicht. Von mir aus. Von mir aus. Soll noch was anderes sagen? Wirkt auf mich so, als müssten wir hier hin. Bin ich jetzt natürlich halt eigentlich gespannt, wo es in eine andere Richtung noch hingeht. Nein, das ist ein Loch allein, weißt du? Jetzt wieder zurück. Mythische Schulterrüstung der Klarheit. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ich glaube, es geht ja tatsächlich weiter. Wenn der Sindri ist. Dann gucken wir mal, was da in dem Loch vielleicht noch so. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Komm, hier schießen. Hey. Da oben ist auch in Anführungszeichen nur eine Kiste. Dann geht's auch hier dann nicht weiter. Die nehme ich natürlich, ne? Mythische Kriegsgürtel der Klarheit. Okay. Jede Menge Zeug halt. Warum sind hier so viele Öldinger? Wegen dem Frostriesen da oder was? Na gut, ich würde sagen, wie das dann hier weitergeht. Ob wir den Weg nach oben hin schaffen und. Das finden wir dann heraus in der nächsten Folge von God of War. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und naja, bis dann halt, ne?